Durch eine kaum zu bremsende Bauwut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland mehr historische Gebäudesubstanz zerstört als durch unzählige Bombenangriffe zuvor. Es ist wahrscheinlich reines Glück, dass die Stadt Leer von solchen kriegerischen Handlungen weitestgehend verschont blieb. Mit der Bauwut sah es da schon anders aus, denn in den 1960er Jahren entwickelte die Stadtverwaltung ein Sanierungsprogramm, für die ein großer Teil der Leeraner Altstadt geopfert werden müsste. In einer Art Rundumschlag sollte der gewünschte Platz für moderne Wohn- und Geschäftshäuser entstehen. Und damit der Verkehr fließen kann, wäre quer durch die gewachsenen Strukturen der Altstadt eine breite Schneise geschlagen worden. Von der historischen Bebauung in Leer wurde im Vorfeld oft behauptet, sie besäße nur Hinterhofcharakter und könne deshalb skrupellos geopfert werden. So geschah es mit der Straße am Ostersteg. Hier wurde die Sanierung zugunsten des Autoverkehrs verwirklicht. Doch es kam Unmut auf. Langsam zog der Geist des Widerstandes ein. Die betroffenen Bürger merkten, dass etwas in ihrer Stadt ganz und gar schief lief. Dann geschah etwas, was es in Nordwestdeutschland vorher noch nicht gab. Eine Bürgerinitiative trat auf den Plan. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl kaum jemand, was damit ins Rollen kam. Im Herzen der Leeraner Altstadt treffe ich mich mit den Zeitzeugen Andreas Martens und Gertraud Kramer. Beide gehörten in der Bürgerinitiative Altstadtsanierung zu den Aktivisten der ersten Stunde. Herr Martens, Sie wurden seinerzeit zum Sprecher des Widerstandes ernannt und waren somit immer hautnah am Geschehen. Was wäre eigentlich passiert, wenn die Stadtverwaltung in den 70er Jahren ihre Pläne umgesetzt hätte? Ja, dann wäre ja hier die Westtangente durchgegangen oder besser gesagt die Altstadtschneise. Sie hätte große Teile der Altstadt einfach platt gemacht und die meisten Häuser, die wir hier um uns herum sehen, die würden nicht mehr stehen. Wie breit die Westtangente, von uns Altstadtschneise genannt werden sollte, sehen wir an dieser Stelle. Hier ist eine Markierung eingelassen und auf der anderen Straßenseite steht Herr Martens. Zwischen Herrn Martens und mir sind 30 Meter. Eine riesige, breite Straße, die mitten durch die Altstadt führen sollte. Wir stehen hier jetzt am Westerende, einer der ältesten Straßen in Leer überhaupt. Hier sind ja die Sanierungspläne seinerzeit noch im stillen Kämmerlein ausgearbeitet worden. Wie ist es eigentlich passiert? Wie haben Sie davon erfahren, was da abläuft? Also die ersten Pläne sind Anfang der 1970er Jahre auf der Ostfriesenschau in einem Modell dargestellt worden. Auch die Ostfriesen-Zeitung hat darüber berichtet, natürlich immer im positiven Sinne der Planer. Und als ich die Pläne damals gesehen habe, war ich auch empört und dachte, das ist ja fürchterlich. Aber seinerzeit war es einfach nicht üblich, dagegen öffentlich zu opponieren. Das waren eben Anfang der 70er Jahre. Und es gab aber eine Ausnahme, und zwar der Vorsitzende des Heimatvereins, Josef Hermann Höcker, war damals im Sanierungsbeirat und hat die Gefahr dargestellt, die diese Pläne beinhalten für die Altstadt. Aber seine Ansichten wurden einfach als Heimattümelei abgetan. Es wurde einfach nicht ernst genommen. Er war es dann, der uns aber aufgerüttelt hat und uns Mut gemacht hat, öffentlich Widerstand zu leisten. Und so haben wir dann die Bürgerinitiative gegründet. Die Ignoranz der Verwaltung war praktisch der Startschuss für die Aktivitäten der Bürgerinitiative. Der Verwaltungsapparat der Stadt hatte schon die neue Heimat im Rücken als Sanierungsträger.
Und es war praktisch ein Kampf wie David gegen Goliath. Aber man ließ sich nicht entmutigen. Wir hatten schließlich auch Architekten und Juristen unter uns und fühlten uns dem Kampf gut gewappnet. Was waren denn die ersten Maßnahmen, um den Widerstand richtig zu entfachen? Was wir brauchten, war zunächst Öffentlichkeit und dann natürlich die Solidarität der Bürger. Und deshalb haben wir jeden Sonnabend mit zwei Informationsständen in der Haupteinkaufsstraße, in der Mühlenstraße von Leer gestanden, haben unsere Flugblätter verteilt und haben Unterschriften gesammelt. Und wir hatten nach einigen Monaten hatten wir schon 3000 Unterschriften beisammen. Wir haben auch Plakate geklebt. Ja, das war also unser Hauptkampfmittel. Ja, es war ja Eile geboten, weil einiges war ja schon im Genehmigungsverfahren, unter anderem die Straße Westerende. Und wir sehen hinter uns die Blockbebauung der neuen Heimat. Das war leider nicht mehr zu stoppen. Da kamen wir schon zu spät. Das war 11:55. Wir merkten schon, dass sich die Altstadt, das Altstadtbild sich zum Schlechteren veränderte. Manche Häuser, ja ganze Straßenzüge verfielen und es entstanden immer mehr Lücken. Und das sah aus wie zufällig, war aber durchaus geplant. Und wie lief das denn genau ab? Die Stadt Leer verhängte einfach eine Veränderungssperre und sicherte sich das Vorkaufsrecht ab. So einfach hat man sich das gemacht. Was muss ich mir unter einer Veränderungssperre vorstellen? Also die Eigentümer, die konnten wohl ihre Häuser modernisieren oder instand setzen. Aber dieser Mehrwert wurde dann eben nicht erstattet, wenn die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machte. Aber das wollte doch bestimmt keiner. Nein, das wollte niemand, aber es blieb einem ja nichts anderes übrig, als sich dem zu fügen und die Häuser vergammeln zu lassen. Hieß das im Klartext, dass die Betroffenen überhaupt gar nicht gefragt wurden? Also Ziel der Sanierung war es ja, die ganzen Straßen der Verkehrsentwicklung anzupassen und die Bebauung zu verdichten. Und das geschah alles im Rahmen des Bundesbaugesetzes, das also für die Möglichkeit der Information und der Beteiligung der Bürger am Sanierungsprozess überhaupt nicht geeignet war. Das änderte sich erst mit dem neuen Städtebauförderungsgesetz und natürlich mit den Aktionen der BE. In Leers Norderkreuzstraße treffe ich Harald Priet, der als Bewohner der Altstadt seinerzeit direkt betroffen war. Wie haben Sie als Hauseigentümer die von der Stadtverwaltung erzwungene Politik der Vergammelung erlebt? Ja, das war sicherlich auch die Methode der Stadtverwaltung, beziehungsweise im Hintergrund die neue Heimat, die dadurch beabsichtigten, die Häuser vielleicht noch etwas günstiger erwerben zu können. Da haben wir uns aber nicht mit einklinken lassen. Wir haben es einfach durchgezogen. Wir haben weiter modernisiert und vielleicht auch mit dem Risiko, dass wir es hätten nicht bei einem eventuellen Verkauf ersetzt bekommen. Was war denn so seinerzeit Ihr ganz persönlicher Widerstand bei dieser Angelegenheit? Ja, der Widerstand drückte sich vielleicht insofern aus, dass wir 1968 hierher gezogen sind und das Haus erworben haben und wir hier auch auf jeden Fall wohnen bleiben wollten. Man muss bedenken, wir hatten hier eine sehr zentrale Lage in Leer und die wollten wir auch irgendwie weiter pflegen. Sie waren ja nun als Bewohner und Hauseigentümer betroffen, waren aber auch aktiv in der
Bürgerinitiative Altstadtsanierung. Wie war das? Ja, im Rückblick betrachtet haben wir ja, Josef Hermann Höcker, einiges zu verdanken. Denn er war der Ursprung einer Arbeitsgemeinschaft und daraus hat sich ja dann später die BI entwickelt. Und der BI haben wir natürlich unwahrscheinlich viel zu verdanken. Die haben uns natürlich auch bei allen Maßnahmen enorm den Rücken gestärkt und Mut gemacht, damit wir überhaupt weitermachen durften und konnten. Wir stehen hier jetzt vor dem ältesten Haus der Stadt Leer, dem Haus unserer Heimatdichterin und Ehrenbürgerin Wilhelmine Siefkes. Ja, das ist auch ein Beispiel für die Vergammelungstaktik der Stadt Leer, nämlich dieses Haus wäre beinahe draufgegangen. Und dieses Haus ist auch ein Beispiel dafür, wie die Stadt damals die Vergammelungstaktik durchgeführt hat. Nämlich dieses Haus war dem Verfall preisgegeben. Der ganze westliche Teil dieser Straße sollte abgerissen werden. Und wenn das so passiert wäre, könnten wir ja heute nicht stehen und dieses wunderschöne Haus betrachten. Die Kontrahenten standen sich zu diesem Zeitpunkt fast unversöhnlich gegenüber. Empörung herrschte auch, weil Bedienstete der Verwaltung die Häuser in der Altstadt als Kaninchenställe und Rattenlöcher bezeichnet hatten. Gerade deshalb legte sich die Bürgerinitiative noch mehr ins Zeug und startete eine Aktion, die vorher niemand gewagt hatte. Mit der Forderung, die Vernachlässigung der historischen Gebäude sofort zu beenden, wurden 30 Häuser, die der Stadt schon gehörten, mit Plakaten markiert. Die Bürgerinitiative hatte mit ihrer Plakataktion zwar ziemlich viel Ärger, bekam aber auch eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit. Sogar ein Fernsehteam des NDR reiste an, um zu berichten. Und es geschieht, was kaum jemand zu hoffen wagt. Der massive Protest führt zu einem Umdenken. Schon ein halbes Jahr nach der Gründung der Bürgerinitiative Altstadtsanierung gibt der Rat der Stadt seine bisherige starre Haltung auf. Man nimmt Abstand von der schonungslosen Flächensanierung und dem geplanten Bau einer überbreiten Durchgangsstraße. Wer nach diesem großartigen Erfolg nun aber meinte, man könne sich zurücklehnen, der wird bitter enttäuscht. Denn trotz des generellen Meinungsumschwungs geht der Kampf der Bürgerinitiative gegen einzelne Baumaßnahmen in der Stadt noch 5 Jahre lang weiter. Benannt nach seinen ehemaligen Investoren gilt zum Beispiel der sogenannte Kleemann-Bunker vielen Leeranern bis heute als extrem negatives Beispiel für eine rücksichtslose Neubebauung durch private Investoren. In diesem Fall stand die Bürgerinitiative mit ihrem Protest auf verlorenem Posten. Entgegen der vorher gemachten Versprechung wird die Baugenehmigung erteilt, bevor die Öffentlichkeit davon erfährt. Eine bittere Niederlage, die so manch anderen in die Knie gezwungen hätte. Nicht so die Bürgerinitiative Altstadtsanierung. Im Gegenteil, denn das Dilemma um den Kleemann-Bunker führt zu verstärkter Aufmerksamkeit und zum direkten Widerstand gegen den geplanten Erweiterungsbau des Amtsgerichts. Geplant wird der Anbau als fantasieloser Kasten mit 5 Stockwerken. Auch dieser Bau soll mit aller Macht verwirklicht werden. Es wird sogar die Denkmalpflege ausgetrickst. Erst als der derzeitige Justizminister des Landes Niedersachsen eine falsche Behauptung der Leeraner Stadtverwaltung richtigstellt, wird die Planung verändert. Ein Sieg für die Bürgerinitiative. Was wäre geschehen, Herr Martens, wenn es die Bürgerinitiative Altstadtsanierung seinerzeit nicht gegeben hätte? Dann hätte man die ursprünglichen Pläne der Flächensanierung verwirklicht
Und die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und kleinen Häusern hätte es so nicht mehr gegeben. Und auch die denkmalgeschützten Gebäude hätten so wie hier ohne ein entsprechendes Ensemble völlig isoliert zwischen Großbauten und Blocks dazwischen gestanden. Gleichwohl müssen wir wachsam sein. Damit die Altstadt so erhalten bleibt, müssen die Neubauten und alles, was hier geschieht, sich der vorhandenen Bebauung anpassen. Das heißt, es muss Rücksicht genommen werden auf die Parzellierung und auf die Größe der Gebäude, die hier sind. Für Investoren ist die Altstadt sehr attraktiv, aber diese Voraussetzung, Kleinparzellierung, Kleinmaßstäblichkeit der Bebauung, ist natürlich renditehemmend. Und so gibt es schreckliche Beispiele rücksichtsloser Bebauung, wie wir hier gleich auch sehen können. Und das macht eigentlich fassungslos, dass Rat und Verwaltung dieser Entwicklung gegenüber so gleichgültig sind. Ja, leider ist der älteste Teil leer zwischen dem Steinburgsgang und dem alten reformierten Friedhof, verschandelt und für immer verloren. Aber die übrige Altstadt ist ein Schmuckstück und wird von Touristen gerne besucht. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Teil der alten Stadt leer erhalten konnten. Im Leeraner Rathaus spreche ich mit Ehrenbürgermeister Günther Bokhoff über die Ereignisse und wie er es seinerzeit erlebt hat. Herr Bokhoff, Sie wurden seinerzeit Bürgermeister, als die Bürgerinitiative sich zum Widerstand formiert hat. Und es gab ja einiges an Konfrontation. Wie haben Sie das erlebt? 1973 wurde ich Bürgermeister und die Bürgerinitiative selbst war etwas völlig Neues. Sowas gab es bisher noch nicht. Und ich muss sagen, wir haben in einem vernünftigen Verhältnis miteinander gearbeitet. Im Grunde hatten wir das gleiche Ziel, nur dahin zu kommen. Das war schwierig, denn die Planer hatten etwas ganz anderes mit unserer Altstadt vor. Ich selber habe eine tiefe Beziehung zur Altstadt gehabt, weil meine Großeltern hier auf dem Marktplatz wohnten und insofern ich auch das gesamte Umfeld kennengelernt habe. Ich habe mich gefreut, dass die Bürgerinitiative da war. Sie hat wirklich Wesentliches geleistet und heute kann man sagen, dass Bürgerinitiative und Rat gemeinsam die richtige Entscheidung getroffen haben. Heute freuen wir uns alle sehr darüber, dass die Stadtverwaltung und die Politik ihre Meinung geändert hat und von der Flächensanierung Abstand genommen hat. Es ist jetzt 35 Jahre her, Herr Bokhoff. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Wie groß war der Anteil der Bürgerinitiative Altstadtsanierung? Ohne Altstadtsanierung hätten wir zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit die Altstadt so sanieren können. Es war ein schwieriger Prozess, auch mit dem Sanierungsträger der neuen Heimat, dazu überzugehen, dass wir von der Flächensanierung zur Objektsanierung gekommen sind. Und diese Objektsanierung war für uns ganz wichtig, weil ich glaube, dass wir damit das unverwechselbare Bild der Stadt Leer erhalten haben, auch für die Nachwelt erhalten haben. Und die Pflege muss weitergehen. Sie kann nicht aufhören. Auch heute sehen wir, dass einige Häuser nicht mehr intakt sind und dass da einige Reparaturen vorgenommen werden müssen. Ich glaube, das machen die Bürger auch gerne, weil es sich lohnt, in der Altstadt zu leben. Was möchten Sie kommenden Generationen mit auf den Weg geben? Was soll man tun, um den Charme der Leeraner Altstadt auch in Zukunft so zu erhalten, wie es heute ist? Es ist wichtig, dass es ein Miteinander gibt. Bürger, Rat und Verwaltung. Nur dann wird es möglich sein, auch die Altstadt in dieser Form zu erhalten, vielleicht sogar noch zu verbessern.
Da gibt es noch einige Möglichkeiten, die heute noch nicht aufgegriffen worden sind, aber in Zukunft wird man das sicherlich tun. Ich glaube, die junge Generation hat erkannt, wie wertvoll ein Nachlass ist. Ein Nachlass, der historisch ist und tiefe Bindungen auch zur Bevölkerung hat. Das sieht man an den Häusern und man sieht, dass sie liebevoll saniert worden sind und dass sie heute für die Bevölkerung einen Wert haben, den man gar nicht schätzen kann. Die mutigen und kämpferischen Mitstreiter der Bürgerinitiative dürfen auf ihre Leistung stolz sein. Ein großartiger Erfolg von Menschen, die sich uneigennützig eingesetzt haben. Das sollte nicht in Vergessenheit geraten, denn ohne sie hätte es Lierse Altstadt in der heutigen Form nicht mehr gegeben. Aber auch in Zukunft geht es darum, wachsam zu bleiben, damit das Altstadtjuwel für uns Bürger, Besucher und Touristen erhalten bleibt.